Dann geht es jetzt direkt weiter mit der nächsten Mission. Alter, dieses Geräusch ist echt nice, wenn er da die Dinge eingibt. So, welchen sollen wir als nächstes machen? Welchen möchtet ihr als nächstes sehen? Den Colby Bright oder den Lil Prince? Für mich persönlich ist es eigentlich relativ egal. Die Dame hier, die würde ich jetzt noch nicht machen. Wie gesagt, ein bisschen anspruchsvoller. Aber schreibt gerne mal in den Chat, welchen von beiden ihr jetzt gerne sehen möchtet. Nummer 3, okay. Also den Lil Prince. Dann machen wir das doch so. Burglary, assault and first degree murder on that guy. Every authority in town has gone after this guy. Got their hands on him, but every time they catch him, he just slips right through. During his last escape, he hit a couple people that were just waiting at the bus stop. As if taking the bus wasn't bad enough. Zielperson verhaften, ja. Everyone knows Lil Prince. And everybody's trying to get him for something. Murder, double murder, triple murder. Ja, jetzt ist aber mal die Frage. Theoretisch können wir es mal ausprobieren. Oder wo müssen wir jetzt hin? Okay, diesmal nicht ganz so weit. Wir könnten es vielleicht mal ausprobieren, was passiert, wenn wir den Hubschrauber nehmen. Im schlimmsten Fall muss ich dann halt wieder zurückfliegen. Aber hoffentlich nicht. Okay, begib dich nach Sandy Shores. Das machen wir mal. Okay, da unten sind wir auch schon. Weil da ist das Ziel. Hier wird schon was anvisiert. Könnten eigentlich direkt das Feuer eröffnen, oder? Ja, es könnte sein, dass ich jetzt gleich die Mission, dass es gleich fehlschlägt, aber ich möchte es mal probieren. Okay, alles gut. Landen und ja. Hier sollte mich jetzt keiner mehr stören. Wie kommen wir jetzt hier rein? Ja, hier ist eine Tür. Hopp, geh auf. Hacke das Kameranetzwerk. Hacken bedeutet hier wieder Kabel umstecken. Oh, da höre ich schon. Okay, ist die Feuerwehr. Alles gut, nur die Feuerwehr, die stört uns nicht. Rufe die Stadtrundfahrt-App auf. Okay, das ist auch wieder genauso wie gestern. Sehr gut, Feuerwehr. Ihr macht einen sehr guten Job. Stadtrundfahrt-App. Ah ja, da ist er. Sehr gut. Wir haben ihn gefunden. Schalte die Gangmitglieder aus, um Lil Prince zu verhaften. Dann nehmen wir, glaube ich, mal unseren Hubschrauber, oder? Schlagkräftige Argumente. Ziel anvisieren. Oh oh. Oh oh. Ja, also einzelne Personen mit dem Hubschrauber ist absolut miserabel schlecht. Dann machen wir es doch auf die gute alte Methode. Dieser Lil Prince, der schießt auch auf mich. So. Einmal kurz. Wo sind die denn jetzt? Ah, oh, super. So, jetzt nochmal der Versuch. Wo sind sie jetzt? Und fertig. Ah, sehr gut. Er hat sich ja festgebackt. Und verhaftet. Rein in den Heli. Ah ja, umso besser. Hier spawnen einfach mal unser Auto. Gut zu wissen. Das heißt, wir müssen in Zukunft nicht mehr mit dem Bail Enforcement Auto hier hinfahren, sondern können direkt hinfliegen und das Auto spawnt sich dann einfach nach. So, die Gegner, die werden jetzt hoffentlich auch kein Problem mehr darstellen. So, was ist jetzt hier mit den Gegnern? Da kommen sie mit. Ja, kommen wieder auf dem Motorrad. Die Motorräder kann man Gott sei Dank gut außer Gefecht setzen. Alter, guckt euch diesen Drift an. Wie ein junger Gott gedriftet mit dieser Karre. So ist es auch mal gut hier. Ihr habt verloren. Seht's ein, euer Kollege wird jetzt verhaftet. Und fertig. So, rein mit dir. Klappe zu.
Und fertig. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Lil Prince wurde verhaftet. Deine Bezahlung für das Verhaften der Person wird dir in kurz überwiesen. Stelle Kautionsagenten ein, um die Abfälligkeit zu verringern. Ja, aber die kann ich mir halt immer noch nicht leisten.